Offene Sprechstunde entfällt. Am Donnerstag, den 29. September, finden im Bereich Bürgerservice Einwohnermeldeamt im Rathaus Eisenhütten statt einige Umbaumaßnahmen statt. Die offene Sprechstunde kann deshalb an diesem Tag leider nicht stattfinden. In besonders dringenden Fällen können jedoch Termine vereinbart werden. Theaterball und Tanztee in Eisenhütten statt. Mal wieder in einem richtigen Tanzsaal einen Walzer, Foxtrott oder Tango aufs Parkett legen, das ist in Eisenhütten statt am 1. Oktober ab 20 Uhr im Friedrich-Wolf-Theater möglich. Eigens dafür wurde das Theater in ein Ballhaus verwandelt. Das Tanzorchester Sanft spielt aus seinem breit gefächerten Repertoire Lieder, die die Menschen begeistern. Am 2. Oktober folgt um 16 Uhr der Tanztee mit dem Duo Night and Day. Kabinett berät über Corona-Regeln. Ab dem 1. Oktober gelten bundesweit neue Corona-Regeln. Die Länder können aber etwa bei der Maskenpflicht schärfere Maßnahmen beschließen. Das Brandenburger Kabinett will sich dabei künftig vor allem an der Situation an den Krankenhäusern orientieren. Brandenburg führt eine neue Warnampel ein. Als ein Indikator der Warnampel ist die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern vorgesehen, wenn sie über 1000 steigt. Derzeit werden 315 Menschen mit der Krankheit in Brandenburg stationär behandelt. Dazu kommt die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Einwohnern in einer Woche, wo der Warnwert zwischen 7 und 10 statt bisher zwischen 3 und 6 liegen soll. Die Zahl lag am Montag bei 5,87. Offene Sprechstunde im Mikado. Wenn man beruflich wieder durchstarten möchte, hat man viele Fragen. Nach dem Motto Sie haben Fragen, wir geben Antworten, bieten Arbeitsagentur und Jobcenter am Dienstag, dem 4. Oktober, eine Beratung im Mehrgenerationenhaus Mikado in Frankfurt-Oder an. Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur und des Jobcenters sind vor Ort und beantworten Fragen zu ihren Leistungen und Angeboten. Es wird informiert, motiviert und Ängste werden genommen und das ganz unkompliziert. Interessierte können in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus Mikado vorbeischauen. Polizeinachrichten. Frankfurt-Oder. Wie der Polizei am 26.09. angezeigt wurde, haben Unbekannte den Katalysator eines Honda Civics demontiert und mitgenommen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Birkenallee abgestellt gewesen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.